Liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder beim LS19 der Alpin und werden jetzt hier noch ein wenig unser Futter auffüllen, beziehungsweise unsere Rohstoffe. Jetzt müssen wir gucken, bin ich gerade ein bisschen doof rangefahren wieder mal. Typisch Solaris. Ich wollte eigentlich ganz elegant schnell mal rückwärts da rein, aber ja, geht nicht immer so einfach. Ne? Zumindest nicht bei mir. Also einfach kann jeder. So, wir haben ja genug da, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und dann machen wir den Futtermischer jetzt nochmal richtig voll. Das heißt einmal Silage, einmal Heu, dass wir da entsprechend wieder massig produzieren können. Bei den Tieren haben wir beim letzten Mal ein bisschen aufgefüllt. Ich glaube hier unten ging irgendwo nochmal ein bisschen Mischration, da oben beim großen Kuhstall, ja. Ist die Frage, wollen wir dann nochmal auffüllen oder nicht, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal noch nicht so dringend. So, unsere Felder sind noch nicht erntereif. Das dauert noch einen Moment. Das heißt, wir können uns jetzt hier nochmal ein bisschen um die Versorgung kümmern. Und wir wollten dann noch ein paar Erdbeeren abstoßen und auf dem Rückweg sozusagen noch ein bisschen Methanol organisieren. Und eins können wir jetzt nochmal probieren. Ich weiß zwar nicht, ob es funktioniert, aber ich werde es mal testen. Wir kaufen mal ein paar Methanol-Tanks. Ihr habt ja gesagt, es wäre möglich, dass wir, komm, wir kaufen einfach mal welche, dass wir die vielleicht doch mit einem Hänger holen können. Deswegen kaufen wir jetzt einfach mal ein paar. Das müssen wir so oder so machen. So, da ist jetzt gut voll. Das heißt, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Heu. Und dann ist das auch wieder hier gut dabei. Und so möchte ich das eigentlich bei allen Produktionen haben, ne? Dass wir voll sind und trotzdem alle Rohstoffe drin haben, dass wir uns erstmal überhaupt keine Sorgen machen müssen, ob wir da jetzt noch was brauchen oder nicht. So, hier füllen wir jetzt noch ein bisschen Heu auf. Das ist ja auch gleich leer. Das sind jetzt noch, wie viel? 766 Liter. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Aber dann sind wir zumindest, was die Kuhversorgung betrifft, denke ich mal schon ziemlich gut dabei. So, das sieht gut aus. Schauen wir mal, dass wir das noch dort einbringen. Weil so soll es ja eigentlich sein, ne? Dass alles schön voll ist. So, jetzt kann der erstmal produzieren. Da brauchen wir uns jetzt die nächsten Folgen erstmal keine großen Gedanken zu machen. Kriegen wir alles rein? Nee, leider nicht. Die Frage, können wir das andere Heu noch irgendwo hinbringen? Heu oder Silage am Kuhstall? Ja, das könnte man natürlich mal gucken, ob wir die 400 Liter noch da schnell bei den Kühen abgeben können. Dann wären die auch weg. So, schauen wir nochmal. Ja, geht nichts. Aber können wir oben probieren. Oben können wir nochmal gucken. Dann hätten wir zumindest den Hänger wieder leer. Und dann wären wir da schon mal so weit wieder aus dem Schneider. So, gucken, ob hier die 500 Liter noch reinpassen. Hallo. Hab gerade den Punkt nicht gefunden. So, dann ist das auch erledigt. Dann ist das doch auch erledigt. Sehr gut. Gut, dann haben wir das soweit alles fertig. Dann werden wir uns gleich den Bührer schnappen und wie gesagt mit den Erdbeeren mal gucken. Beziehungsweise ich möchte vorher schnell mal austesten, ob wir vielleicht nicht doch mit dem Universalanhänger das holen können. Ich hoffe, es klappt. Oh, das haben wir ein bisschen blöd gestellt. Ein bisschen sehr blöd gestellt. Stellen wir mal hier ab, den Hänger. Wo haben wir den kleinen Tank? Ah, der steht unten noch bei den Erdbeeren. Der steht noch bei den Erdbeeren unten. Dann werden wir den mal leer machen. Ein bisschen Wasser ist ja noch drin im Hänger. Das können wir dann bei den Erdbeeren abgeben, bei den Tieren verteilen. Dann haben wir das los. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das schon mal probiert haben, aber
Ihr seid ja doch eigentlich relativ sicher, dass das funktioniert. Also es wäre natürlich deutlich einfacher, als die Paletten durch die Gegend zu fahren. So, dann werden wir hier gleich mal Wasser abgeben. Da passt noch ein bisschen rein. Das könnte vielleicht sogar komplett reichen. Müssen wir mal schauen. Ah, wird eine enge Geschichte, ne? Wird eine richtig enge Geschichte. Ja, 300 Liter, natürlich. Aber ist kein Problem. Machen wir ganz einfach. Gehen wir gerade bei den Schweinen ab. Die brauchen eh mal Wasser. So. Dann ist das weg. Und wir versuchen das mal. Mal schauen, ob das jetzt mit dem hier geht. Ansonsten könnt ihr mir gerne vielleicht nochmal einen Kommentar hinterlassen, wo ihr vielleicht einen passenden Hänger habt. Denn das mit dem Methanol fände ich schon schön, wenn wir das im Prinzip in so einen Tank packen können. Das ist natürlich deutlich einfacher als ewig die Paletten hin und her fahren. So, jetzt ist da noch Wasser drin. Oder ist das jetzt nur, weil das letzte. Ich bin mir nicht sicher. Ich will kein Risiko eingehen, weil ich fahre nochmal schnell hoch. Nicht, dass da noch ein halber Liter Wasser drin ist oder sowas und deswegen das Ganze nicht funktioniert. Das will ich ja nicht. Das will ich nicht riskieren. Nee, sieht aus, als ob er leer wäre, ne? Sieht aus, als ob er leer wäre. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Schauen wir mal. Wenn das funktioniert, ist gut. Wenn nicht, ja, dann bitte ich um eure Mithilfe und vielleicht finden wir einen Weg, wie wir das dann doch hinkriegen. Ansonsten müsste ich mal gucken, ob wir vielleicht noch generell eine Palette mit Autoload kriegen. Also so ein Anhänger, der aber jetzt nicht nur was weiß ich, Tierprodukte, sondern generell alles als Autoload-Palette schnappen könnte, weil das wäre natürlich auch für die Erdbeeren einfacher. Das müssen wir uns dann mal anschauen. So, jetzt wird es spannend. Und dann gucken wir mal, ob das so hinhaut. Wäre natürlich optimal, ne? Wäre wirklich gut. Würde uns viel, viel Zeit und Arbeit sparen. Aber das sieht schlecht aus. Nee, sieht schlecht aus. Wir können es nicht auffüllen. Geht nicht. Schade. Wirklich schade, dass das nicht hinhaut. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Gut, dann müssen wir das doch mit Frontlader machen. Denn ich habe jetzt in den Mods auch keinen Autoload für Paletten drin. Da müsste ich dann erstmal gucken, welcher da geeignet ist. Vielleicht habt ihr ja auch einen, der ganz gut ist. Mal so ein Wink Richtung Daniel und Martin. Weil der Daniel hat ja zum Beispiel ja, so 1, 2, 10, 250.630,7 Mods drin. Vielleicht hat der da irgendwas Passendes. Und der Martin, der spielt das ja auch selber und hat ja auch viele Ideen. Von daher vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen zu vereinfachen. So, dann lassen wir den Freund mal hier stehen. Jetzt gucken wir mal gerade. Hier müssen wir auf alle Fälle mal wieder sauber machen. Das sieht schon ziemlich heftig aus. Weil die Sauberkeit ist ja schon wichtig für die Tiere. Denn das erhöht ja auch die Produktions- oder Reproduktionsrate. Ne? Gott, aber ist da viel. Unglaublich. Wow, das ist echt eine Menge. Hat sich gelohnt, ne? So. Der ist soweit klar. Hier können wir auch gleich nochmal drüber. So, dann haben wir zumindest aber hier auch die Stelle gleich mal wieder etwas gereinigt. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir jetzt. Und zwar koppeln wir den mal ab und fahren einmal runter zu den Erdbeeren. Nehmen wir gerade wieder eine Palette mit. Und auf dem Rückweg holen wir dann halt eine Methanolpalette noch. So, schauen wir mal. Denn die bringen ja auch erstens gutes Geld und zum Zweiten können wir das dann gleich schön kombinieren vom Platz her. Ne? Ich fahre mal von der Seite ran. Gucken, ob das so hinhaut. Oh, das sieht gut aus. Weil das jetzt erst auf den Hänger verladen, festsuchen und dann rüberfahren, finde ich, ist Quatsch.
Also wenn Autolot oder wir müssen es halt dann echt händig machen. Also ich sag mal, händig ist ja auch okay, aber wenn wir später dann viel zu tun haben, wird es dann doch ein bisschen tricky, das Ganze so auf die Schnelle mal immer wieder hin und her zu fahren. Deswegen wäre mir dann so eine automatisierte Lösung doch lieber. Gut, das bringt jetzt, glaube ich, auch wieder um die 5.000 oder 6.000 Euro. Das heißt, jo, da kriegen wir unser Geld für die Methanol-Tanks definitiv schnell wieder rein. Halt, darum bitte. Danke bitte. So, und so können wir wenigstens die Zeit auch sinnvoll nutzen, bis die Felder wieder erntereif sind, weil diese Arbeiten müssen ja im Prinzip auch gemacht werden, damit wir eben den Hof am Laufen halten. Ich meine, klar, ich jammer jetzt auf hohem Niveau, das weiß ich, weil wir halt doch schon ziemlich gut aufgefüllt haben alles, aber ich möchte natürlich, wenn es dann später stressig wird, nicht sagen, ach Gott, und das müssen wir noch und das müssen wir noch und dann irgendwie in Hektik verfallen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, 6.100, das ist schick. So muss das sein. Und dann fahren wir einmal schnell zum Händler und nehmen den nächsten Methanol-Tank mit. Ist jetzt auch noch nicht zwingend notwendig, der Methanol-Tank, aber wenn wir den oben haben und dann die Rapsernte kommt, dann können wir zumindest in einem Rutsch hier durcharbeiten und müssen nicht dann noch anfangen, hin und her zu fahren. Dann sind wir eben einfach vorbereitet. Und das mag ich eigentlich, vorbereitet zu sein, dass wir dann wirklich später ganz easy, gemütlich alles einfach abzwacken können, was wir so brauchen. Muss ich immer wieder an die Folge der tanzende Methanol-Tank denken. War auch, sagen wir mal, eine sehr interessante Geschichte damals. Weil er doch da, ich glaube, das war auf Westbridge Hills, ne? Ja, das war Westbridge Hills in der XXL Challenge. Das war ziemlich, ziemlich heftig gewesen, wie der damals da rumgeeiert ist, der Tank. So, also Methanol haben wir auf alle Fälle jetzt schon mal genug gekauft. Das wird erstmal mehr als voll. Da haben wir wahrscheinlich noch ein oder zwei Paletten sogar dann übrig. Aber das ist ja auch nicht schlimm, denn sobald die Rapsernte kommt, werden wir Sprit produzieren und wir werden eine Menge Sprit brauchen, weil wir ja auch, wie gesagt, die Düngerproduktion dann noch entsprechend mal richtig voll machen wollen. Denn Dünger werden wir, wenn dann wirklich die Missionen kommen und wir düngen können, da werden dann ruckzuck ein paar tausend Liter weggehen. Und auch da möchte ich natürlich, wenn es geht, so gut wie möglich vorbereitet sein. So, Felder sind noch nicht erntereif, sieht man hinten, Raps blüht noch schön gelb. Also von daher haben wir da noch einen Moment Luft. Es wird auch zum Glück bald wieder hell, das ist auch sehr schön. So. Und ich habe natürlich jetzt den unheimlich gut geparkt, aber das mache ich ja immer, ne? Ich parke die ja immer so toll, die Fahrzeuge. So, und hier haben wir auch schon gleich den Platz. Wir gucken mal gerade, was wir da bei der Spritproduktion noch reinkriegen. Ja, das wird ziemlich voll. Also einen Tank kriegen wir locker noch rein, aber danach ist Schluss. Dann haben wir drei Tanks in Reserve, aber wir sind gut aufgestellt. Das ist wichtig. So, deswegen möchte ich auch nicht immer alles gleich verkaufen, weil wir brauchen halt für unsere Produktion auch Rohstoffe. Und unterm Strich sparen wir natürlich einen Haufen Geld, wenn man jetzt überlegt, bei den Spritpreisen heute, ne? Also was wir da für unseren Hof an Spritkosten hätten, das ist schon gigantisch. Jetzt bin ich vom Falschen. Ich will natürlich den da zuerst haben. So. Wenn wir uns die mal gleich schnappen. So, und fahren die dann auch runter. Das sind auch gleich wieder 6.000 Euro. Und wir haben wieder, ja, 3,5 Palettenplätze frei, um entsprechend neue Erdbeeren zu produzieren. Dafür haben wir ja auch alles voll gemacht. Also so ist das halt angenehm, weil dann kann das alles ganz gemütlich durchlaufen. So. Ich möchte aber auch jetzt nicht die Erdbeeren erstmal irgendwo auf die Seite stellen und bunkern. Davon verdienen wir auch kein Geld und das steht nur einfach da rum und ist doppelt Arbeit. Deswegen fahren wir dann lieber gleich so den Kreislauf und dann haben wir da Ruhe. Haben wir ja schon mal gemacht vor ein paar Folgen und man sieht, es funktioniert ja auch gut. Ne? So, und ich bin noch am Überlegen, ob wir das dann entsprechend noch mit den Bäumen vielleicht, mit dem Obst so machen, dass wir dann doch so an jeden Baum eine Kiste stellen. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit.
Weil wir haben ja schon ein paar Bäume. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das jetzt wirklich so machen will. Aber Obst könnte man auch wieder einsammeln, ne? Ich glaube, unser Tante-Emma-Laden, der ist ziemlich leer. Ist, glaube ich, jetzt nur noch Honig drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schauen wir mal gerade. Ja, ist nur noch hier Honig. Da haben wir genug, aber der Rest ist alles entsprechend leer. Also könnten wir auch noch mal ein bisschen Obst einsammeln. Es sind ja auch ruckzuck noch ein paar hundert Liter verfügbar. Das sind ja alles so kleine Einnahmen nebenbei, ne? Also macht jetzt nicht das Gros aus, aber viele Kleinigkeiten summieren sich dann auch. Das ist halt das Schöne. Und das sind alles so Einnahmen, die da nebenbei mit reinlaufen. Und dann sagt man, oh, wir brauchen noch. Dann macht's Klick, die Stunde ist rum. Und man sagt sich, oh cool, kommt ja wieder was rein. Dafür mache ich das eigentlich. Das entspannt so ein bisschen das Gesamte. Finde ich jetzt. Oh, das Schild war jetzt nicht sehr entspannt. Tut mir leid. Ich habe ja auch so viel Platz, aber das Schild muss ich umhauen. Ja klar, so muss das sein. So. Dann fahren wir einmal noch die nächste Palette. So. Dann haben wir noch drei Behälter übrig. Also den kriegen wir noch locker rein. Das ist gar kein Problem. Der dürfte noch passen. Ich glaube, danach wird es dann langsam eng. Aber unsere Folge ist auch schon wieder vorbei. Oh mein Gott, da geht die Zeit wie im Flug. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Bin ich mal gespannt, was wir in der nächsten Folge dann anstellen. Ich denke, ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen, weil ich merke so ganz langsam, wie es am Rücken anfängt zu ziehen. War aber schon wieder gut. Gestern 5 Folgen aufgenommen. Heute 3 Folgen aufgenommen. Also ich komme bis jetzt doch ganz gut mit hin. Wenn das so weitergeht, dann denke ich mal, ist das gar nicht schlecht. So, und es ist erntereif. Oh, wir können in der nächsten Folge ernten. Oh, das ist schön. Das ist schön. Dann können wir ja mit der Produktion loslegen. Oh, das wird interessant. So, den bringen wir noch weg. Und in der nächsten Folge wird es dann mit der Ernte losgehen. Jetzt gucken wir nochmal. Aber das dürfte jetzt eigentlich sehr gut voll sein. Oh, das sieht gut aus. 11.200 Liter. Damit können wir umgehen. So, und dann kannst du in der nächsten Folge mit der Ernte starten. Das heißt, wir werden auch hier auf alle Fälle unseren Ladewagen wieder brauchen. Wir gucken mal gerade. Unser Freund des dreschenden Mähes. Oh, das sieht gut aus. Wir machen mal Folgendes noch. Wir werden hier mal noch wegen dem Drehen gleich eine Bahn vorgewendet ziehen. Ist dann einfacher, damit der entsprechend dann doch ein bisschen hier besser wenden kann, weil ansonsten haben wir einfach das Problem, dass er da an dem Mast hängen bleibt. Da bleibt wieder was stehen. Das ist auch nicht so toll. Und von daher nutzen wir die Gelegenheit gleich so. Und dasselbe machen wir auch gleich hier beim nächsten Feld noch. Ja. Das nehme ich auch entsprechend gleich noch mit durchziehen. Ja, ich hoffe, dass das so passt. Dann haben wir auch gleich eine einigermaßen gerade Spur. Ja, ich glaube allerdings, wir haben da unten... Ja, da müssen wir die Ecke noch ein bisschen nachziehen. Aber das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. So, dann hätten wir nämlich Feld 1 und Feld 2. Kriegen wir dann relativ gut hin. Auf das bisschen Stroh kommt es ja jetzt nicht an. Wir haben ja, wie gesagt, mehr als genug Stroh im Lager. Natürlich werden wir das restliche Stroh dann auch noch einsammeln, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Krümel brauchen, weil wir irgendwie total den Engpass haben. Das ist natürlich Käse. Da brauchen wir uns echt keine Sorgen machen. So, dann haben wir jetzt hier unten zumindest schon mal eine saubere Kante, können dann da entsprechend ja ohne Bedenken den Helfer durchmarschieren lassen. So, Strohablage schalten wir noch nicht ein. Warte mal erst, bis er da hinten alles ausgeworfen hat. So, jetzt können wir so umschalten. Und dann kann es hier in der nächsten Folge losgehen mit der Ernte. Wir können ja mal gucken, ob wir das hier mit der Spur sogar so machen. Wir haben ja hier eine Strohspur. Dass wir die vielleicht sogar nutzen. Dann brauchen wir da nicht zweimal hantieren. So, dann ist das soweit bereit. Das ist soweit okay. Den müssen wir natürlich dann wieder auf den Kipper packen. Aber da nehmen wir natürlich jetzt den großen Kipper. Denn das wird jetzt ein bisschen mehr werden. Das wird ein bisschen mehr. Da kommen wir mit dem kleinen vielleicht nicht ganz so optimal bei rum.
Von daher ist der Big Body dann doch die bessere Lösung. So, und da wird es dann in der nächsten Folge mit den Ernten losgehen. Im Prinzip könnten wir dann sogar schon die neue Einsaat starten. Und wir könnten mal so aus Spaß gucken. Ist aber hier noch alles auf Grubbern. Ja, das bedeutet, danach kommen Einsaaten. Das heißt, wenn wir das gut hinkriegen, wäre das natürlich optimal. Unter den Überlegungen wäre es sogar besser. Das machen wir jetzt noch schnell. Habe ich gerade gegrübelt, dass wir die Sämaschine an den packen und der JCB übernimmt dann einfach den Big Body. Weil dann können wir hier im Prinzip schon loslegen. So, Dünger brauchen wir noch. Das können wir dann beim nächsten Mal noch auffüllen. Ich sehe schon, ich kriege wieder kein Ende hier bei der Folge. Ne? Ich kriege wieder kein Ende hier bei der Folge. Das ist unglaublich. Natürlich nicht so gut, aber das kriegen wir noch hin. So, jetzt stehen wir ganz gut. Einmal befüllen. So, dafür ist halt wichtig, dass wir auch Dünger wieder machen, ne? Weil ihr seht jetzt auch schon wieder über 1000 Liter Dünger weg. So, und dann kann es da in der nächsten Folge losgehen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Servus. Und